So, weiter geht's bei Digimon World. Mit einem hungrigen Warmon, das im letzten Part frisch ein Erdramon auseinandergenommen hat. Und ich brauche dringend Fleisch. Hä, was ist denn? Wow, dieses Warmon, das ist so gigantisch, ey. Das ist so gigantisch. Und ich habe doch gefragt, hä, wo ist es denn? Wie kann man dieses Digimon hier übersehen? Guckt euch das mal an. Ich bringe euch über den Ozean. Das ist mein Job. Ich werde euch an einen Ort bringen, den ihr nur über See erreichen könnt. Also dann. Wohin sollen wir gehen? In die Factorial Town, maybe? Oder Beach Cave? Also sollen wir in die Fabrikstadt oder sollen wir in die Beach Cave? Secret Beach Cave. Da möchte ich nämlich mal hin. Ich glaube, da war noch was. Und ich wette, hier sind wieder neue Digimon, oder? Ja, aber Ogremons Fahne. Hier. Banner. Hängt da noch. So, was haben wir denn hier? Na komm, mach auf. Misty Egg? Was ist denn ein Misty Egg? Na. Krass. Digivolve Digitamamon. Wir könnten uns quasi jetzt in einen Digitamamon verwandeln. Dann wären wir ein Ultra-Level-Digimon. Klingt ja verlockend, aber ich glaube, ich will das nicht. Nee, dann kann's... Nee, das mache ich nicht nochmal. Ja, in die Stadt. Weil wenn ich das jetzt mache, ich weiß es genau, dann habe ich keine Attacken oder nur schwache Attacken. Und unser Warmon ist nicht schwach. Ich wette, es könnte es mit vielen Gegnern schon aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es das mit dem letzten Endgegner aufnehmen kann. Keine Ahnung. Vielleicht mit genügend Discs. Aber, nee, ich riskiere das jetzt nicht. So. Ja. 50, ja, hallo? Was ist mit Erdramon? Zählt der gar nicht als Stadt oder Stadttyp oder was? Oder muss ich mal mit dem reden? Hier, aufstehen, Penner. Komm her. Hat genug geschlafen. Es schläft. Es redet ihn nicht an. Es hat die Augen auf. Du kannst mit ihm reden. Ach, dann. Ich winke schon mit der Hand ab. Ja. Ich weiß nämlich, wo ich jetzt hin möchte. Ist unser Digimon voll? Ja, fast. Aber ich lege mich jetzt nicht hin, weil ich kann keine Zeit verschwenden. Ah, schön ein Digitamamon. Schöner Schatz. Und wir kommen in die Fabrikstadt. Aber ich frage mich gerade eine Sache. Wieso können wir jetzt in die Fabrikstadt, wenn wir da schon den letzten Endgegner haben? Also ich meine, klar, ich finde das gut, ne? So kann man halt noch... Was ist mit dir los? Ja, klar. Und dann lese ich deine Zeitung. Moment, ich mache einen Save. Und dann hänge ich ja wieder tot. So, Hidden Treasure. Gut, ja, das wissen wir schon. Forward. Nee, es gibt nichts mehr, oder? Nee, es bleibt bei 5. Siehst du, er hat mich schon wieder festgehalten. Och, Junge. Ich will, dass das Pixie... Falsch. Ich will, dass das Pixiemon da ist. Und warum ist zum Verrecken nochmal kein dummes... Was macht er, Ramon? Das kann nicht nur im Bett liegen. So. Ja. Und jetzt gehe ich da runter. Ach, ja, komm. Und viele von euch wissen, wo ich hingehe. Aber das wurde mir nämlich in einem der allerersten Parts nämlich schon verraten. Jetzt muss ich überlegen, wo ich lang muss. Nach links. So, war das hier? Ich glaube ja. Das könnte uns die Sache nämlich auch vereinfachen, was wir so in den nächsten Tagen machen. Wenn das klappt, was ich mir so vorstelle. Keine Ahnung. Gut, unser Digimon will leider nicht schlafen gerade. Hier, war doch mal ein Baum, oder nicht? War hier der... Palma wird mir geil. Hier war irgendwo... Da ist er. So, da wollte ich nämlich hin. Ja, du weißt schon, dass du das nicht brauchst. Ich weiß, aber ich muss dich erschrecken. So, Medium Recovery. Friss. Ey, ich guckt euch diese Werte an, ey. 7000. Es digitiert nicht. Es ist 11 Jahre. So. Auch Affenfall vom Baum. Fliegendes Knie. Etemon. Den kenne ich. Der kam in der Serie vor. Das war das erste Ultra-Level-Digimon. Ja, klar, zieht er mir 2000 erstmal ab. Ach, komm. Was ist mit dir los? Weil, Digimon wie dich, Mann. Da lache ich. Was ist mit dir los? Guck mal her. Mit Digimon wie dich, ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht wirklich ernst nehmen.
Ja, ich weiß nicht, die gegnerischen Digimon, die sind irgendwie immer so stark im Ultra-Level. Wenn ich eins hab, dann stirbt's. Einen Tag später. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich mich da abgefuckt habe. Es kann sich gar nicht mehr wehren. Guckt euch das mal an. Es will sich immer weiter maxen und boosten, aber es hat keinen Sinn. Tschüss. Ah ja, wenigstens hätte uns fast mal getroffen. So, dann jetzt. Etemon bis 7777. Aha, Etemon droppt. Ah, schon im Brainship. So, was ist los? Ich habe verloren, aber ihr Typen seid nutzlos, ihr seid wertlos. Sei kein schlechter Verlierer. Moment. Sei kein schlechter Verlierer. Du hast uns immerhin aus dem Hinterhalt angegriffen. You leave me no choice, but to... Also ihr lasst mir keine Wahl, aber... In that city, also in eurer Stadt, da werde ich euch zeigen, wie stark ich bin. Passt nur auf. Etemon joins the city. Schöne Sache. Ach, jetzt, ja, das Digital-Mammon-Item gebe ich nicht weg. Was brauche ich denn nicht mehr? Eismaschum, Greatly Boost Disziplin. Sirloin, Meat. Ja. Moldy Meat, Omnipotent. Aber ich brauche jetzt, glaube ich. Ach, hier kommen die Small Recoveries, brauche ich nicht mehr. Ich will dann nämlich lieber diesen Brainchip da haben. Na ja. Eigentlich bringt es auch gar nicht, diesen Brainchip jetzt noch zu benutzen. Das ist eigentlich überflüssig. Ich kann ihn noch behalten. Weil der hat seinen Brain über 500. Ich weiß nicht, ob es noch viel mehr gibt. Ja, okay. Gleicher Effekt wie vorher. Wir haben auf jeden Fall einen Etemon in der Stadt. Das finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Den gehe ich mich jetzt suchen. Hä, wo sind wir? Ach so, ja, klar, Kunomons Bett ist mir schon klar, aber ich kannte den. Ja. Okay, Etemon. Mal gucken. Moment. Hier ist er nicht. Ich gehe mal nach links. Ich will gucken, was Etemon macht. Ich zeig mich, wie stark ich bin. Er ist nämlich so stark, dass er sich versteckt. Hallo? Ist er vielleicht nur zu bestimmten Tageszeiten irgendwo so anzutreffen oder so? Hey, da ist er, da ist er da. Hier, guck mal. Hey, Saffe, ich patrouille, also Shady Dunkelkreis. Also ich patrouilliere, um hier gefährlich aussehende oder verdächtig aussehende Typen zu beobachten. Also ich belästige dich nicht, oder? Nö, nö. Keine Ahnung. Die läuft ja echt rum. Naja. Keine Ahnung, wo jetzt Etemon ist. Hat keinen Bock hier drauf oder so. Was weiß ich. Irgendwo wird er sein. Vielleicht müssen wir auch erst wieder mit Gigimon reden. Aber ich gehe trotzdem nochmal schnell gucken, ob Pixiemon da ist. Weil wenn wir ein Ultra-Level-Digimon kaputt kriegen, kriegen wir auch ein zweites kaputt. Was war denn mit dem jetzt los? Ist der müde? Ach, du bist auch nur am Pennen, ey. Ja, ich laufe jetzt hier schnell weg. Verlasse den Bildschirm zweimal. Gehe schlafen, gehe dann nochmal nach Pixiemon gucken. Und wenn das nicht klappt, dann fahre ich in die Factorial Town. Ich will so noch essen, ich kriege hier zu viel. Ja. Und dann gehe ich in den... mir wird gerade von der rechten Seite gesagt, geh auf den Berg. Da war ja was mit dem UFO, genau. So, schnell gucken gehen. Tropical Jungle. Irgendwann, dieses dumme Pixelmann, das muss hier irgendwann mal sein. Ich muss doch nicht jedes Mal den Screen verlassen. Und wenn es jetzt wieder nicht da ist, beim nächsten Mal wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht, dann laufe ich hier so lange hin und her. Es ist einfach nicht mehr anzutreffen. Es ist weg, es ist AFK. Dann werde ich das irgendwann so machen, dass ich hier immer hin und her laufe und warte und warte und warte und warte, bis mein Digimon fragt oder Pixelmann auftaucht und dann werde ich die Aufnahme starten. Weil alles Story-Relevante, wie gesagt, das wisst ihr ja, das mache ich nicht in einem Livestream. Nö. Das gibt's nur hier bei YouTube zu sehen. Weil es gibt immer mal Leute, die gesagt haben, nee, ich kann nicht in den Stream oder ich habe da keine Zeit. Was ist denn hier? Achso, ja, genau. Und da Digimon bei euch ja wirklich so gut ankommt, da ihr da wirklich Spaß dran habt, will ich da also auch nicht Story-technisch jetzt nur einer bestimmten Gruppe zeigen. Nö, das möchte ich dann allen verfügbar machen. Ich meine, den Stream kann man natürlich hinterher noch gucken, aber ist halt was anderes. Ja. Was? In any case, bla. Etemon talking about opening. Also Etemon kam hierher und erzählte was von einem coolen Shop. Klingt verdächtig. Hat man noch einen? Nee, ne?
In any case, the Prosperity is 53. It's becoming a fa also es wird eine immer bessere Stadt. Schön. Freut mich zu hören. Oh, und bei mir tun sich so gerade Erinnerungen auf, wie wir hier angefangen haben und ich mich über 3 Digimon gefreut habe und dann über 5. Und das eine hat eine Bank aufgemacht und das andere ein Restaurant. Guckt euch das mal an, das hat sich richtig entwickelt. Ich finde das schön, wenn es so einen linearen Verlauf gibt. Dass man wirklich auch eine Entwicklung sieht. Und wo ist jetzt der mit seinem dummen Shop? Was ist das hier überhaupt? Kann mir mal einer sagen, wo Etemon normalerweise ist? Ja, kein Bock. Etemon hat einfach keinen Bock mehr auf uns. Was ich aber noch online streamen werde, das sind die Turniere. Weil dafür kriegt man auch eine Medaille. Ich weiß aber nicht, mit welchem Digimon, weil wenn ihr diese Folge seht, dann habe ich schon fast eine Woche lang hochgeladen. Da liegt eine Banane. Orange... Orange Banane. Wow. Eine orange Banane scheinbar. Was kann ich denn hier wegmachen? Ach komm, Medizin. Brauch keine Sau. Ich werde nicht krank. Was ist denn hier los? So, was haben wir denn hier? Orange Banane. Das gab's... Puh, schön. Nicht so schlecht. Ich sehe Pilze, ich sehe Mojamon. Ich sehe jeden Dreck. Jeden, ne? Aber kein Piximon. Das ist so ätzend. Könnte ich mich drüber aufregen. Zumal dieses Piximon unsere Trainingskacke verbessert, weil es irgendwelche überteuerten Training Manuals verkauft. Oh, genau, da ist einfach mal noch eine. Ist ja logisch. Ich gehe zum Mount Panorama. Ich suche das Vademon. Ich weiß nicht, ist das immer da? Ist das nur nachts da? Ich gehe es jetzt suchen. Scheißegal. Ja, kann mir jemand vielleicht von euch schreiben, wie viele Digimon es insgesamt in der Stadt gibt? Das wäre nämlich ganz interessant zu erfahren. Das würde mich... Oh, jetzt muss ich nochmal gucken gehen, weil es gerade hell geworden ist. Sorry. Mir lässt dieses Piximon keine Ruhe. Ach, dummes Piximon. Einmal warst du da. Ein einziges Mal habe ich dich gesehen. Und dann hast du mir so den Arsch aufgerissen. Und ich dachte, komm, dich kriege ich ja noch. Ich bin froh, dass mein Zidramon nicht mehr lebt, sonst... Es ist nicht mehr da. Oder es versteckt sich vielleicht irgendwo in den Blumen oder so. Ich weiß es nicht, Mann. Ach. Friss. Dankeschön. Ja, und danach... Weiß ich gar nicht, was wir machen. Also ich werde da oben jetzt nicht reingehen zu den Wasserfällen. Also da werde ich auch noch reingehen, natürlich. Sonst wäre das Spiel ziemlich... Da ist es hier, habt ihr das gesehen? Hier, kann man. Da werde ich natürlich auch noch hingehen, aber noch nicht. Weil das möchte ich, wenn das wirklich der letzte Endgegner ist. Also ich habe mich schon so weit eingelesen, beziehungsweise gesagt bekommen eigentlich, von Ica Drummer in einem Livestream, der mich dann gespoilert hat, wer da auf uns wartet. Ja. Und, ich weiß auch, dass das Spiel danach noch nicht zu Ende ist, dass man das dann so noch weiterspielen kann. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Ja, das wäre auch sonst ziemlich blöd. Weil man quasi gezwungen wäre, alle Medaillen vorher zu sammeln. So, am Fuße des Mount Panorama, der ist doch hier, oder nicht? So, hier müsste irgendwo ein Silber... Also ist der Pfad direkt durch das Mount Panorama. Aha. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß doch nicht, warum ich gerade... Ah, Leute, ich glaube, ich weiß, wo... Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Erinnert ihr euch an den Gulli? Der war... Oh Gott, in einer der allerersten Parts hatte ich den. Der war... Oh Gott, wo war der denn jetzt? Hier kommt die Spore Area. Chains? Meine ich ja. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Aber mal gerade hier gucken gehen. Native Forest, Giersavanne. Nee, ist alles falsch. Hier sind übrigens die Matrigimon. Und ich mag euch nicht. Ja. Das mache ich jetzt noch. Der letzte Part, den ich heute aufnehme. Und dann... Nix, dann nehme ich morgen wieder auf. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!